Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, DedSec braucht dich. Ich schicke die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Gut. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen jetzt offiziell zu Watch Dogs Legion hier auf Legion. Ja, genau. Wo müssen wir denn hin? Haben wir eine Karte? Ja. Irgendwo hier ist natürlich noch nichts aufgedeckt hier. Okay. Aber wir können ja mal aus Spaß so gucken hier. Was ist das hier? Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DedSec. Okay, das haben wir eben schon gehört. Vergiss es. Ah, wir können auch hier Tab drücken. Tapscht. Sollen wir das Auto mal nehmen? Ist ja nicht unseres, deswegen. Wir fahren einfach mal, würde ich sagen. Das ist eine Einbahnstraße, merke ich gerade. Ja. War ich nicht. Oh Gott, die Steuerung mit Tastatur ist ja... Das ist alles Einbahnstraße hier, ich merke das gerade. Ja, wir sollen ja unauffällig sein. Deswegen würde ich sagen, wir fahren mal so weiter. Kann ich hier rechts? Ja, warte. So. Die Leute stürmen Richtung Straße, also ergibt sehr viel Sinn. So, komme ich hier durch? Ja, finde ich gut. Entschuldigen Sie mich. So. Und hier, da ist eine Drohne übrigens. Wir kürzen mal kurz ab. Ah, guck mal, hier fahren wir auch wieder richtig. So. Ich müsste das Spiel nochmal ein bisschen lauter machen bei mir. Aber egal. So, da ist auch eine Drohne, guck mal. Eine kleine. So, wir drehen einmal. Ich mache das Spiel mal bei mir gerade ein bisschen lauter. Es tut nicht Tutorials. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Dann drehe ich das hier mal auf 50 vielleicht. So. Damit ich auch mal ein bisschen was höre vielleicht. So. Und dann... hier einfach aussteigen, oder? Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Nee, was? Wie kommst du denn da auf? Abschau. So, hier. Nee. Hier. Ja. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu DedSec gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Geheimgänge und versteckte Basen? Oh, was habe ich den Scheiß vermisst? Nein. Da. Drehen. Entschuldigung. Das ist richtig. Das auch. Sag mal. Ich habe eh zu nicht, oder was? Das ist richtig. Muss ich hier nochmal drehen? Ah! Jetzt hier. Und hier nochmal. Das wollte ich nicht. Alles gut. Du gehörst zu Sabine, stimmt's? Dann sehen wir uns später und... Sesam, öffne dich! Es war so klar, dass dieser Spruch da jetzt hintersteckt. So, eine kurze Ladezeit natürlich. Die hoffentlich nicht so lang ist. Überhaupt nicht, finde ich gut. Wenn man es auf einer... Alles klar, wenn man es auf einer SSD hat, dann läuft das relativ schnell. So... Was ist denn hier? Oh, ist hier jemand? Wir. Jetzt gehen wir endlich mal normal. Schätze nicht. Okay, dann suchen wir mal den Strom. Hallo? Stand doch gerade, dass ich es mitnehmen kann. Was soll denn das? Hallo? Ich habe jetzt die ganze Zeit auf E gehämmert.
Sag mal. Ach, ich hab's schon. Ja. Ich bin natürlich schlau. Ich hätte gesagt, wir gehen. Bleiben wir erstmal oben. Würde ich sagen, oder? Ah, guck mal. Buccaneer hört ihr The Bug. Hallo Widerständler, es ist wieder Bugzeit. Sitzt ihr bequem? Nein? Gut, so soll's sein. Hier ist The Bug. Ich bin Andy und mit mir seziert die Geschwüre an der Leiche des einst freien Britanniens, Alice. Hallo Andy. Heute werden wir mit euch über Albion sprechen. Okay. Die sind ein bisschen länger, deswegen würde ich sagen, müssen wir erstmal irgendwann anders hören. Ah. Das hätte ich natürlich sofort sehen können, aber dann hätten wir das da hinten nicht mitnehmen können, natürlich. Deswegen... Ist das die alte U-Bahn hier? Sieht ein bisschen so aus. So. Kann ich hier hoch? Oh, warte, da ist was. Das will ich natürlich sofort mitnehmen. Was ist das? Eine Diskette, die gibt's noch. Von 1989. Kannst mal sehen. Wichtig. Ein Relikt. Alles klar. Hier können wir noch eine Audiodatei mitnehmen. So. Heute bei The Upload. Wir sprechen über Skye Larsen, die geheimnisvolle Gründerin von BrokerTech. Jeder kennt ihren Namen, aber kaum jemand weiß wirklich mehr über sie. Heutzutage sehen wir sie sogar nur noch als Hologramm. Ah, sie war mitlesen. Noch ziemlich jung, als sie BrokerTech gründete. Das Unternehmen, das bekanntermaßen der Welt. Okay, aber es ist ein bisschen zu lang für die Aufnahme, deswegen müssen wir das mal irgendwie anders lösen nach einer Zeit. So, warte, wir gehen mal hoch. So. Wir sammeln auf jeden Fall alles, so viel ist sicher. Oh, was ist das hier? Eine Maske, guck mal an. Ein Gestank ist das, ja. Heute ist wieder mein Tag, ich merke das richtig. Es tut mir leid. So, hier haben wir noch was. So. Hier, was ist denn? Ah ja. So, aber dann gehen wir hier nochmal ganz kurz. Aha. Hier können wir nicht durch, oder? Nee. Kann ich hier rüber irgendwie? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir eigentlich hin sollen. So. Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Dann musst du mein vorzeitiges Ende Sabine gegenüber erklären. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Begley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Okay, machen wir. Gehen wir mal zu den Serverbänken hoch. So. Kostenloses WLAN gibt's hier. Das finde ich sehr wichtig. Dafür ist schon mal gesorgt. Das ist sehr gut. So. Hier machen wir das hier. Ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Das ist die grobe Zusammenfassung. Was ich wissen will ist, wenn DedSec nicht die Anschläge verursacht hat, wer war es dann? Ich habe eine Erinnerungslücke. Nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich. Nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe... Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Kommt zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf.
Wo? Ach, das. Ja, ergibt Sinn. Kann ich mich hinsetzen? Nee, ging gerade auch schon nicht. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Alter, wie hast du es geschafft? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. DedSec ist gegenwärtig ungefähr so beliebt wie die Pest. Weißt du, ich würde alles für dich tun, aber scheiße nochmal. Sabine, du verlangst echt viel. Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Scheiß drauf. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Das finde ich gut. Was ist das denn? Technik-Upgrade. Technikpunkte. Ja, mach noch mehr. Danke. Naja, noch einen. Ah, schade, mehr passt nicht hin. Technikpunkte lassen sich überall in London finden. Nutze sie, um Technik-Upgrades zu kaufen. Geräte und Waffen. Kaufe Technik im Technikmenü, um Geräte und Waffen und Hacks zu erhalten und zu verbessern. Technik ausrüsten, um Waffen oder Gegenstände eines Agenten zu ändern, nutze die Bearbeiten-Funktion im Teammenü. Einmal erworbene Technik steht allen Agenten zur Verfügung. Mhm. Gegenstand kaufen. 10 Punkte haben wir nur. AR-Tarnung. Unsichtbar macht und ihnen sich Kontakt entzieht. Mhm. Gibt's noch mehr? Nee. Was ist das hier? Jagddrohnen können für kurze Zeit deaktiviert werden. Ach, das haben wir schon. Ah, wir haben... Okay, hier unten steht auch, was wir gerade... Ist ja auch überhaupt nicht markiert. So, wir können entweder das hier oder das hier machen. Dann haben wir uns Spider-Bot, der nicht tödliche Ausschaltmanöver ausführen kann. Oder... Ich würde sagen, wir nehmen... Schwierige Entscheidung tatsächlich. Ich würde sagen, wir fangen oben links an. So. Okay, das war's. Hier haben wir noch die Dinger hier. Okay. Oh, guck mal, hier habe ich was übersehen. So. Was jetzt? Rüste im Teammenü ein neues Gerät aus. Hier, Gerät. Bearbeiten. Ausrüsten. Zurück. Bis ich wenn ich da draufklicke. Nicht tödlich, Schockmunition. Dann müssen wir wohl bei der bleiben. Oh, warte mal, hier gab es ein Technikmenü, da würde ich mal gerne ganz kurz... Ach, ja, stimmt. Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Ja, hab schon bessere Outfits gesehen. So, Datenspeicher, was ist denn das? Ach, das ist das, okay. Shop. Oh Gott, jetzt geht's ab. Da werden wir jetzt das Rest des LPs drin festhängen, ich merke das schon. So, wir fangen mal einfach hier an. Da müssen wir für Löhnen, das ist natürlich...
So wäre noch nicht schlecht eigentlich, oder? Was ist das hier? Nein. Wirklich nicht. Das sieht voll geil aus. Den will ich in echt haben. Na komm, den gönnen wir uns mal. So. Dann schalten wir mal ganz kurz hier auf das hier um. Und dann... Dann müssen wir überall für bezahlen. Dann gehen wir vielleicht mal nach hier. Ah ja. Das ist natürlich der Klassiker. Den haben wir auch gerade gefunden. Nein, wirklich nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das kann man tatsächlich freischalten. Das habe ich vor der Aufnahme, glaube ich, gemacht. Das finde ich ein bisschen zu OP, glaube ich. Das vielleicht, oder... Das leuchtet halt auch, ne? Das finde ich ein bisschen zu macho, das Ding, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das hier haben wir jetzt gerade. Schwierige Entscheidung, tatsächlich. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. So. Dann gehen wir mal einen zurück. Oh Gott. Es wird ja immer schlimmer. Gut, dass wir einen neuen gekauft haben. Wir nehmen das hier. So. Und dann geht's einen zurück. Dann nehmen wir das. Na komm, wir nehmen das hier. Dann... Das wäre nicht ernsthaft. Nein, wirklich nicht. Und dann nehmen wir das hier. Würde ich sagen, die hier. Und dann noch hier, würde ich sagen, nehmen wir die hier. So, müssen wir vielleicht auch mal ausrüsten. Habe ich, glaube ich, vergessen. Ja. Finde ich mir ganz toll. So, nochmal alles, was so schön war. Okay, dann Rest können wir erstmal nichts. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Ich hab keine Maske auf. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Sie knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei der ZEC benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will. Fotoautomat? Was? Was ist denn? wie kann ich jetzt ein Foto machen? Damit geht's nicht. Galerie öffnen, zufällig. Navigieren, neigen. 10 zurücksetzen, Fokus, zufällig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das Foto macht. Das ist traurig. Na, ist auch egal. So, jetzt. So, hier waren wir ja gerade eben schon ganz kurz. Ah, jetzt können wir es auch benutzen. Besser hätte ich es auch nicht gekonnt. Besser hätte ich es auch nicht gekonnt. So, Training fertig. Weiter geht's. So. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Du lernst schnell. Jawoll! Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Ah. Ah ja. Jawoll! Du lernst schnell. Immer das Gleiche. Mhm.
Mhm. Frag mich gerade, wer von wem hier gerade Tränen kriegt. Okay. Nochmal. Okay. Sag mal, was kriege ich denn da jetzt rechts? Die ganze Zeit liegt da nur Ultimate. Wer ist das denn? Hatschen die denn jetzt hier alle rum? Okay, Ausrüstung bereit. Du weißt, wie du dir nicht selbst in die Fresse haust oder erschossen wirst, weil du mit deiner Knarre rumfuchtelst? Klasse. Ich überlege mir, wie wir Zero Day finden und ihnen den Tag versauen. Aber für die Laufarbeit brauche ich jemanden, der auch laufen kann. Ich hoffe, du bist soweit. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst, aber denk dran, du repräsentierst jetzt DedSec. Natürlich. Warum passiert sowas immer? Okay, legen wir los. Wie lautet der Plan? Eins ist sicher. London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit jagen sie den Leuten Angst ein. Das ist der älteste Trick von Polizeistaaten. Jage den Leuten genug Angst ein, dann überwachen sie sich selbst. Also, müssen wir in den Londonern den Willen zum Widerstand wecken, indem wir ihnen zeigen... Oh, na toll, jetzt habe ich das hier. Ja. Okay, ich glaube, das überspringen wir mal. Nicht die Lösung, sondern das Problem ist... Dafür brauchen wir Informationen. Ich schicke dir 2 Koordinatensets an deine Opfer. Tut mir leid, das muss ich jetzt tun. Hallo? Oh Gott. Fail. Okay. Schön, dass wir es mal gespielt haben. So. Mission gestartet, ein Funken Hoffnung. RBN-Mitarbeiter haben die Befugnis, Gewalt anzuwenden. Leisten Sie allen Anweisungen stets umgehend Folge. Ich brauche mal ein Auto. Kriege ich ein Taxi? Anscheinend. So, ich will mal kurz auf die Karte. Neue Mission. Versteck. Hier wollen wir hin. Wegpunkt setzen. Wissen wir auch, wo wir langfahren können. Gucken wir. Das ist doch schon mal was Schönes. Jetzt, ja, die haben sich gerade selber abgecrasht. Was kann ich denn dafür? Da sind wir jetzt aber nicht selber schuld. Oh Gott. Entschuldigung, war ich nicht. Es war schon so. So, es tut mir leid. So. Wow. Ach, jetzt weiß ich auch, was links heißt. Warte. Kann man die ganze Zeit freie Bahn machen hier. Guck mal, voll geil. Kann man die ganze Zeit hier in einer Spur fahren. Und manchmal wird es ein bisschen eng, so wie jetzt, aber... Entschuldigung. Verstanden. Halten nach der Zielperson Ausschau. Fuck, jetzt muss ich erstmal abhauen. Jetzt wie in GTA. Fuck. Ja, das hat ja gut funktioniert. Zentrale, ich habe die Zielperson verloren. Fuck. Ich hätte gehofft, wenn die einmal abgebrochen ist, dann kommen die nicht mehr. Keine Spur der Zielperson. Ende. Kann ich auch mal aussteigen? Danke.
Verstanden, kehren zur Zentrale zurück, Ende. Ciao. War schön mit euch. So. Gelegenheit im Bezirk. Sammel Beweise für zwei Projekte. Zu schwächig. Heben, senken. Wofür? Sperrgebiete. Sperrgebiete sind gefährlich und sind auf der Minikarte markiert. Eindringlinge werden auf Bei-Sicht-Kontakt unmittelbar angegriffen. Kundschaften. Drücke V, um ein Gebiet zu scannen und Möglichkeiten zum Kundschaften aufzudecken. Kapere entdeckte Kameras und Drohnen, um ein Gebiet auszukundschaften oder verwende Fallen. Schleichen. Gehe heimlich vor, um Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Drücke C, um in Hocke zu gehen. Captains rufen Verstärkung, wenn die dich entdecken. Versuche sie vorher auszuschalten.